Ja, Freunde, willkommen zurück zu Railway Empire 2, zum High Voltage DLC. Willkommen zurück zu diesem kleinen Let's Play hier. Und ja, wir schreiten zügig voran und machen jetzt gleich weiter. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise ein paar ist übertrieben, nur noch eine. Und zwar müssen wir Zürich mit 60.000 Einwohnern versorgen. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Deswegen habe ich das Tempo mal hochgedreht, damit wir auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Jetzt haben wir auch wieder ein paar neue Forschungspunkte, damit jetzt ja auch einfach ein bisschen was passiert. Denn ja, bei vielen Dingen muss man halt dann einfach mal abwarten, bis das alles erledigt ist. Aber man sieht eh schon, es geht gut voran in Zürich. Und dann bin ich mal gespannt, was hier so die neuen Aufgaben sind, die auf uns zukommen. Wir haben schon fleißig optimiert. Jetzt hat der Zug da oben eine kleine Panne. Natürlich auch nicht optimal. Aber alles in allem, finde ich, sieht das gar nicht so schlecht aus, was wir hier so machen. Maximaler Lagerstand für Bergkäse ist erreicht. Ist Zürich schon satt? Wollen die keinen Bergkäse mehr? Tatsächlich, also Bedarfsdeckung der letzten Wochen ist bei 100%. Sie haben 12 auf Lager, das ist jetzt nicht super viel. Aber tatsächlich wird halt im Moment nicht mehr mitgenommen. Müssen wir mal schauen. Die liefern gerade Milch für Wintertour, Gemüse und Fleisch mit drauf. Das ist ja der Zug, der immer nur zwischen Zürich und Winterthur hin und her fährt, und da sehe ich eben gerade, weil es mir gerade so auffällt, wir haben hier eigentlich nur Fracht. Wir haben keinen Zug, der hier einfach nur Passagiere transportiert und Post. Und das sollten wir uns dann vielleicht auch noch kümmern in der nächsten Zeit. Schauen wir mal, mitnehmen tut er zumindest die Passagiere. Und ein bisschen Käse, da müffelt sich ja ordentlich in dem Zug. Aber gut. Erhöht die Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven, das nehmen wir. Sind zwar jetzt auch nur 5%, um dies erhöht wird, aber das ist auch nicht so schlecht. So, wie schaut es denn aus? Jetzt haben wir die 60.000 echt gleich erreicht. Jetzt eigentlich gehe ich jetzt einfach mal kurz auf Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das erreicht haben. Ja, Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Die Stadt und unsere Unternehmen unterstützen sich gegenseitig in perfekter Symbiose. Sieht das als Beweis dafür, dass die Eisenbahnelektrifizierung der Schweiz zu großem ökonomischen Wachstum verhelfen kann. Da unsere erste elektrische Linie gut läuft und dieser Kanton dank unseren Bemühungen gedehnt, denke ich, dass wir bereit sind, woanders weiterzumachen. Und damit sehen wir schon, der Vorstand der Bundesbahn ist interessiert. Eigentlich würde ich gerne auf Pause gehen. Kann ich aber gerade nicht. Sie zweifeln an der Rentabilität, deswegen sollten wir zur Demonstration eine elektrifizierte Zugverbindung nach Liechtenstein aufbauen, aber auch auf unsere Kosten, wenn das nötig ist, um sie zu überzeugen, anschaffen. Zürich schon wieder gewachsen. Mal kurz, da sehen wir jetzt den Bedarf nach Bekleidung, Käse, Fondue und Alkohol, was man halt so braucht. Je mehr Alkohol, desto weniger Kleidung, also denke ich mir halt mal. Aber da sieht man schon, gibt es einiges mehr zu tun jetzt in Zürich und wir haben 5 neue Aufgaben. Transportiert 150 Passagiere in einer elektrischen Zuglinie von Vaduz nach St. Gallen. Sorgt in St. Gallen für die gleichzeitige Verfügbarkeit von 11 Waren. Das ist schon mal krass. Verbinde 15 Landbetriebe mit einem Streckennetz, da haben wir schon 10. Und produziere in St. Gallen 24 Ladungen Bergkäse über eine deiner Fabriken. So, jetzt stellt sich mir mal die Frage, wo ist St. Gallen? Hier unten ist St. Gallen und Vaduz. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal kaufen. Das kostet 600.000, dass wir es erwerben, alleine schon. Dementsprechend müssen wir gleich mal die Spielgeschwindigkeit wieder hochdrehen. So, hier haben wir Vaduz mit einer Anschlussprämie von 500.000. St. Gallen hat noch keine. Das heißt, das erste wissen wir auf jeden Fall, dass wir Vaduz hier an unser Netz anschließen. 150 Passagiere in einer elektrischen Zuglinie von Vaduz nach St. Gallen. Das heißt, wir müssen hier über eine Brücke rüber. Die könnte man theoretisch auch mit Winterthur oder mit Zürich verbinden. Mit Zürich vielleicht wäre gar nicht schlecht, weil dann könnte man hier theoretisch eine Personenlinie, so Expresslinie zwischen den Städten machen. Das würde mir ganz gut gefallen. Aber jetzt schauen wir mal kurz. Kann ich da schon einen Bahnhof errichten? Kann ich tatsächlich. Theoretisch. Und Geld ist halt gerade wieder mal so eine Sache. Also tatsächlich sind unsere Linien irgendwie nicht so richtig lukrativ. Pannen haben wir da gerade auch überall. Da wird gerade die Wartung benötigt, das dauert gerade ein bisschen. In Zürich wird eh gewartet, glaube ich. Da hätten wir was. Also sehe ich jetzt nicht hier, sehe ich nur beim Bahnhof. Egal, wir werden jetzt Vaduz mal anschließen. Die Frage ist, reicht es, wenn die zwischen Vaduz und St. Gallen herumfahren bereits?
Oder muss ich die an unser bestehendes Netz anschließen? Das werden wir gleich mal austesten, ob das notwendig ist oder reicht. So, Vaduz haben wir mal. Den Bahnhof und dann nehmen wir hier nach St. Gallen. Wir sehen hier, es ist bergig. Das heißt, wir werden hier entlang fahren, hier dann rüber und dann nach St. Gallen. Damit es vielleicht ein bisschen entspannter ist. Du musst erst den Bahnhof in Vaduz mit deinem Streckennetz verbinden. Das ist das, was ich jetzt befürchtet habe. Das ist jetzt nämlich ein ordentlicher Brocken, da runter zu kommen. Vor allem hier sehen wir, wie bergig es ist. Und wir haben jetzt eh schon so wenig Geld. Also das könnte jetzt kritisch an diesem Szenario werden, dass wir vielleicht einfach das Problem haben, das in diesem Zeitdruck zu schaffen. Hier sehen wir, müssten wir rüber. Das ist ein bisschen bergig. Aber ich werde jetzt einfach mal drauf losbauen und das Ganze versuchen. Wir werden dann einfach mal sehen, was das kostet. Da sind wir schon mal bei 100.000, weil wir hier eine Brücke gebraucht haben. Jetzt müssen wir hier den Berg rauf. Schon mal recht doof. Das ist die Frage, wie wir hier den Berg runterkommen. Ich möchte natürlich vermeiden, dass wir hier. Oh, es scheint aber hier kein Thema zu sein, zum Glück. Ich möchte natürlich vermeiden, dass wir hier groß Tunnel oder so bauen. Dann können wir hier weiterfahren, so wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir hier das erste Problem. Hier ist nämlich ein kleiner Berg im Weg, auf den ich ehrlich gesagt keine Lust habe. Das heißt, da werden wir jetzt mal versuchen vorbeizufahren. Denke, dieser kleine Umweg ist jetzt mal verkraftbar. Damit wären sie angebunden. Holy shit, ist das teuer. Damit wären sie an Rüti angebunden. Und mit Rüti, von Rüti nach Zürich könnte man theoretisch hier noch so eine Parallellinie machen, ein Parallelgleis, damit der Zug dann halt auch wirklich. Aber das ist halt auch krass, dass du als Aufgabe kriegst, etwas zu verbinden, was so weit weg ist. Muss ich nämlich zuerst mal diese komplette Linie darunter machen. Und dann erst können wir nach oben nach St. Gallen hier. Theoretisch könnte ich natürlich so runterfahren. Dann hätte man die St. Gallen-Linie schon mit abgedeckt. Das ist vielleicht vernünftiger. Dann bauen wir, bei diesem Weg würden wir komplett eigentlich für nichts machen. So, ich baue hier mal der Höhenlinie entlang. Da geht es gut voran, da würden wir jetzt eben nach St. Gallen kommen. Wir können jetzt aber hier in St. Gallen noch nichts bauen. Das heißt, wir müssen hier nach unten. Müssen hier nach unten. Rein finanziell ist das jetzt auch schon nicht so ohne. Ah ja, und hier haben wir natürlich das gewaltige Problem, dass wir diesen Berg hier rauf müssen. Da ist jetzt die Frage, wie wir das hinbekommen. Gewaltige Steigung natürlich. Tatsächlich würden wir es so hinbekommen. Gar nicht schlecht. Bin ja fast ein bisschen überrascht. Die maximale Länge für die Planung wurde erreicht. Ernsthaft? Boah, das ist jetzt aber gerade mega nervig. Das ist jetzt gerade wirklich nervig. Da habe ich das gerade so schön geplant und jetzt haben wir wieder nicht genug Geld. Ich überlege gerade ernsthaft, ob man nicht einfach wieder hier Geld aufnehmen. Wir brauchen es, es hilft ja nichts. Sonst kommen wir mit der Planung nicht voran und dann erreichen wir unsere Ziele nicht und dann war es das. Ach, großartig. So. Was ist da jetzt los? So, wir bauen mal bis hier. Aber insgesamt 2500 Kilometer Bahnnetz. Gerade als Errungenschaft freigeschalten. So, und da ist Vaduz, das ist schon mal gut. Und das kostet jetzt zum Glück nicht viel. Passt. Das haben wir jetzt mal grundsätzlich. Das Schöne ist ja, 600.000 kriegen wir
um Vaduz anzuschließen an unser System, an unser Netz. Das heißt, da kriegen wir jetzt einiges an Geld dann wieder retour. Wir werden hier dann einen kleinen Umweg machen und eben nach St. Gallen fahren. Machen wir jetzt aber ein bisschen anders. Gerade nicht, warum das da gerade nicht geht. So, jetzt geht's. Also wir binden hier St. Gallen an und fahren dann hier von St. Gallen gleich mal weiter zurück. Das heißt, theoretisch könnten wir über St. Gallen fahren oder wir nehmen diese Abkürzung dann hier. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal die Aufgabe an. Transportiert 150 Passagiere in einer elektrischen Zuglinie von Vaduz nach St. Gallen. Das heißt, kurz gesagt, wäre es eigentlich optimal, wenn wir hier eine Verbindung machen einfach. Ganz unkompliziert. Und dann eventuell eine noch von St. Gallen rauf nach Zürich. Weil dann würden die Leute von Zürich auch runterfahren und hier umsteigen vielleicht, um nach Vaduz zu kommen. Das wäre zumindest meine Wunschvorstellung. So. Könnten wir nur schauen, ob wir vielleicht noch eine andere Lokomotive hier freischalten könnten. Die ist gut für Fracht. Aber die haben wir anscheinend alle schon freigeschalten. Was macht man? Ja, nehmen wir die halt von Vaduz nach St. Gallen. Jetzt ist die Frage, welche Lokomotive. Und ich habe nur zwei zur Auswahl. Warum eigentlich, wenn ich da jetzt doch einige andere auch freigeschalten hatte? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber wir werden jetzt trotzdem wieder die elektrische nehmen. Ich glaube, dass es ja auch eine Zielvorgabe war. Und tatsächlich haben wir jetzt im Moment kein Ausweichgleis, aber wir haben jetzt dafür einfach nicht das Geld. Wir schauen jetzt mal, dass wir Vaduz anschließen. Theoretisch könnten wir auch hier gleich mal diesen Zucker anschließen nach Vaduz, damit wir uns diese Prämie hier noch holen, wenn wir die auch dringend brauchen. Und das mache ich jetzt gleich. Wollen wir die verlieren? Wobei die Frage ist, 161.000, was kostet mich hier eine Brücke? Okay, die Brücke und der Anschluss kostet mich mehr als diese Prämie. Wert ist dann quasi. Früher oder später werden wir es dann halt brauchen, aber im Moment ist mal egal. Also, der erste Zug fährt von Vaduz nach St. Gallen, das ist schön. Damit haben wir es dann eben angeschlossen, dann kriegen wir die 500.000. War das nicht mal mehr? War das nicht 600.000? Weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, schön weite Distanz hier natürlich. Brauchen da jetzt dann irgendwann auch vielleicht mittendrin mal wo einen Versorgungsturm. Und dann könnten wir jetzt noch St. Gallen mit Winterthur oder womit, ist die Frage. Direkt mit Zürich vielleicht verbinden. Dazu müssten wir hier überall vorbei. Ah, das geht ziemlich ins Geld. Konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Wesentliche. Ich will noch nicht zu schnell wachsen. Das ist ja etwas, was ich bei Transport Fever ständig mache irgendwie. Aber versuche ich mich jetzt mal zurückzuhalten. Sorgen in St. Gallen für die gleichzeitige Verfügbarkeit von 11 Waren. Bis wann? August 26. 16. Das heißt, wir könnten theoretisch natürlich über Winterthur in Zürich, wo viele Waren produziert werden, einen Frachtzug runter machen nach St. Gallen. Der kann dann zugleich auch wieder Sachen mit draufnehmen oder Passagiere mit draufnehmen. Damit hätten wir das abgedeckt. Dann würden wir dieses Ziel eben auch erreichen. Ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu teuer, das zu machen. Wir schauen jetzt einfach mal hier diese schöne Strecke hier im Berg an. Den Berg rauf, auch ganz nett eigentlich, um hier mal diese schöne Idylle zu sehen. And it's gone. And it's gone, so. Da muss er dann ordentlich abbremsen, um hier über die Brücke zu fahren. Also tatsächlich finde ich Transport Fever auch um einiges schöner, muss ich sagen.
Vielleicht schreibt ihr mir mal generell kurz eure Meinung, was ihr persönlich besser findet, ob ihr das oder Transport Fever besser findet. Also ich muss schon sagen, ich werde das jetzt nicht ewig zocken, glaube ich. Auch wenn ich das mit den Aufgaben irgendwie sehr motivierend und unterhaltsam finde. Aber ich freue mich schon wieder auf Transport Fever, muss ich ganz ehrlich zugeben. So 150 bis Dezember ist eigentlich heftig. Muss ich wirklich sagen. Die nehmen jetzt schon Bier mit. Schadet nicht, aber kann ich eingeben, dass die Priorität hier auf jeden Fall, Priorität auf jeden Fall auf das. Auf Passagiere eigentlich, haben wir gesagt. So. Priorität Passagiere, so. Also wenn es Passagiere gibt, dann sollen die welche mitnehmen. Gut, jetzt haben wir die Prämie für den Anschluss bekommen. Das ist gut. Das heißt, jetzt könnten wir rein theoretisch auch mal beginnen, unsere Anleihen zurückzuzahlen. Die könnten wir zurückzahlen, da haben wir 3,3% Zinsen. Angelaufene Zinsen und Strafzinsen. Aber ich zahle es trotzdem lieber jetzt zurück, bevor ich es danach nicht habe und sich das wieder um ein Jahr verlängert. So. Jetzt wird es hier tatsächlich Winter. Auch nicht schlecht. Da haben wir eine große Anschlussprämie. 450.000. Ist tatsächlich jetzt vom Höhenweg her gar nicht schlimm, weil wir könnten einfach hier so die Höhe entlang und dann rüber. Dann könnte man das noch mitnehmen, dann würden wir beide Anschlussprämien kriegen. Nachdem wir jetzt momentan so aufs Geld schauen müssen, ist das vielleicht gar keine blöde Idee. Idee. Machen wir mal so. Und hier müssen wir dann schauen, wie wir das machen. Eigentlich kommen wir von hier rein. Machen wir mal so. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Von Clarus. Die könnten dann theoretisch natürlich auch umsteigen, wenn sie nach St. Gallen wollen. Das heißt, vielleicht haben wir dann hier gleich mal den Vorteil, dass die uns hier auch Passagiere bringen, damit wir dieses Ziel leichter erreichen. So, bitte unbedingt Tunnel vermeiden. Sofern es irgendwie geht. Damit sind wir bei 185.000. Und dann nochmal hier. Die Brücke mit 65.000. Hierhin. Nochmal 130.000. Aber dennoch macht das, glaube ich, Sinn. Dann binden wir das hier gleich mal an. Klarus, Zucker, Vaduz, Zucker. Kann er hier immer was mitnehmen, wenn er Platz hat für was. Ich habe jetzt auch kein Parallelgleis, weil es jetzt gerade einfach zu teuer ist. Aber damit haben wir jetzt nämlich hier auch ein weiteres Ziel erreicht. Wir müssen nämlich 15 Landbetriebe mit dem Streckennetz verbinden und jetzt haben wir 11. Weil ich hier wieder einen neuen dazugenommen habe. Das ist nicht so schlecht. So. Und dann ist wichtig, dass wir uns jetzt diese zwei Anschlussprämien eben holen. Also hier sehen wir, der Zug, der ist jetzt auch schon unterwegs. Fährt hier durch die schöne Winterlandschaft der Schweiz. Ich war ja leider noch nie in der Schweiz. Würde ich echt gern mal. Wenn ihr da Tipps habt, was man sich unbedingt anschauen sollte, lasst es mich gerne wissen. So, mit 94 km/h schon recht mühsam hier die ganze Geschichte. Also, wenn ich da so an die Passagierzüge in Transport Fever denke, die dann wahnsinnig schnell sind. Aber gut, die sind halt hier auch erst im Jahr 1915. So. Der bleibt jetzt hier stehen, lädt zusätzlich noch Zucker ein. Dass diese gemischten Züge jetzt gerade am Anfang sind natürlich schon noch eine gute Idee. Später dann macht Sinn natürlich das Ganze aufzuteilen, wenn man da mehr Expresszüge hat zum Beispiel. Die halt wirklich nur auf Passagiere und Post Wert legen und die Bahn dann halt einfach, ja. Ja, die haben wir beide neue Prämien bekommen. Das heißt, wir haben jetzt wieder 800.000. Das tut gerade richtig gut. So, ich würde gerne noch ein bisschen warten. Ich hätte gerne hier noch eine stärkere, schnellere elektrische Lokomotive.
Und die uns vielleicht holen. Transporterlöse erhöht, auch nicht schlecht. Aber ich würde trotzdem das hier abwarten mal. Also brauchen wir noch ein bisschen. So, und beim Zurückfahren nimmt jetzt auch gleich wieder Zucker mit, und zwar für die andere Ortschaft hier. Ausgezeichnet. Das ist super. Jetzt könnten wir theoretisch noch sagen, dass wir in Vaduz hier ein Lager bauen, damit der Zucker weiter transportiert wird nach St. Gallen. St. Gallen hat aktuell allerdings sogar Zucker. Durch den Weg hier einfach. Das heißt, es bringt jetzt eigentlich nicht wirklich viel. So, wie schaut es mit den Zielen aus? Also da sind wir auf einem brauchbaren Weg. Dezember 1915, das werden wir erreichen. Die gleichbare Verfügbarkeit von 11 Waren, die wird jetzt so das nächste, was durchaus tricky ist. Wir müssen mal schauen, was in St. Gallen noch nicht verfügbar ist. Fleisch tatsächlich, Milch, Bergkäse und Kräuter. Das sind alles Dinge, die wir hier oben haben. In Winterthur wird Bergkäse produziert, in Zürich nix. Hier unten haben wir Kräuter. Die werden in Winterthur gelagert, wenn ich mich nicht täusche. So ist es. Das heißt, von Winterthur könnte man schon mal Bergkäse und Kräuter rüberbringen nach St. Gallen. Könnte am Weg theoretisch noch was mitnehmen. Die Frage ist, was? Theoretisch könnte man in St. Gallen, kann man nicht. Hier in Appenzell könnte man theoretisch eine Fleischfabrik machen und Fleisch rüberliefern. Fleisch wird wo produziert? In Rüti. Okay. Was haben wir sonst noch? Salz. Salz brauchen die gar nicht. Wieso brauchen die kein Salz? Erst ab 65.000 Einwohnern. Okay. Aber ja, Bergkäse und Kräuter könnte man mal erledigen. Milch müssten wir uns anschauen, ob da irgendwo was am Weg ist. Hier unten wäre Milch nach St. Gallen, das ist relativ easy zu liefern. Wolle könnten wir theoretisch von hier unten mitnehmen. Oder von hier, hier drüben ist noch nicht freigeschalten. Könnten theoretisch hier hinfahren. Von der Höhe her ist es, glaube ich, okay, dass man halt hier so runterfährt. Noch Wolle einpackt. Und dann hier rüber nach St. Gallen. Ist sicherlich eine ganz gute Idee. Ich würde sagen, das ist dann eine Aufgabe für den Zukunftsphilipp. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis bald. Ciao.